Ja, wir haben gerade ein paar Minuten im Pool verbracht, um uns zu erfrischen. Und jetzt geht es rein nach Krabi. Was wir jetzt suchen ist, wo kann man gut essen? Wilmer ist erstmal das Ziel, unten zum Meer zu kommen. Ich kann also die Touristen gut verstehen, wie gestern ist auch der Stefan angekommen, mein Nachbar, gleich nach unten zum Meer, um das zu bewundern, wie es da aussieht. Ja, der Günther sondiert jetzt mal die Preise. Ich hatte gerade schon gehört, die sind also um ein Vielfaches teurer als auf Samui. Da gucken wir uns ja doch mal gleich an, ob das stimmt. Thai Food, ja. Wo ist denn Partei? Das ist Thai Menü, Sir. Das ist Pasta. Das ist Indien. Das ist ja teurer wie als Samui. Also. Ich staune. Okay. Ja, wir wollen jetzt erstmal gut essen. Wir haben ja heute nichts mehr im Bauch bekommen und dann gehen wir nachher mal runter bis zur Beach und dann gucken wir da mal an der Promenade, was da so ist. Wir wollen im Endeffekt heute Abend so einen Nachtclub mal, wo man Billard spielen kann, um ein bisschen Spaß zu haben, und dann soll heute mal der Tag ausklingen mit ein bisschen Spaß. Ja, wir haben was zu essen gefunden und Pad Thai, das ist also mein Lieblingsgericht hier in Thailand, muss ich sagen. Das sind also mit Chicken ist hier drin und Nudeln und kleine Sprossen, wunderbar. Und zu einem vernünftigen Preis 80 Baht nur, also hier ein bisschen weiter höher, 20, 30 Meter. Ich glaube 120 oder 150 Baht wollten die haben, das ist aber natürlich ein Restaurant. Also für diejenigen, die es etwas kostengünstiger haben wollen, die gehen hier in so einen kleinen Seitenstraßen, wo die kleinen Stände sind, da bekommt man es günstiger und schmeckt auch noch gut. Ja, der Günther kann mal rüberschwenken, da werden wir uns heute Abend mal aufhalten. Wir haben gehört, da gibt es auch Frauen, die mit einem reden wollen. Und die trinken auch freiwillig ein Bier mit einem. Mal sehen, was die sonst noch von uns haben wollen. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Jetzt esse ich mein Partei Guy weiter. Bis nachher, tschüss. Ja, da hinten ist die Hauptstraße. Da sind also hier die kleinen Stände. Das sieht alles gut aus vom Preis. Und hier fangen dann schon die Bars an. Ist natürlich jetzt nichts los. Ah, da sitzt aber schon ein Rentner. Ja, da sind wir mal gespannt, ob das heute Abend voll wird. Ja, hier kann man ja Billard spielen. Wir wollen ja Billard spielen, nichts anderes. Haben die einen Billardtisch? Ja, die haben auch einen Billardtisch. Die haben sie ja zwei Billardtische. Der Hintergrund sieht natürlich auch geil aus. Den werde ich morgen erfliegen. Mal sehen, wie es von da oben so aussieht. Du bist die Vorhut. So, jetzt gehen wir mal runter zum Strand, gucken uns dann mal da unten an. Ja, wir sind jetzt hier an der Beach Road von Krabi. Also direkt am Meer. Das ist der Strand oder Teilstrand von Krabi. Was hier schön ist, man hat hier also eine Strandpromenade, wo die Leute spazieren gehen können. Das haben wir ja nicht in Samui. Da sind ja die einzelnen Resorts und Bungalows direkt am Meer. Ich muss sagen, eine Menge Touristen sind schon hier. Was ich meine, einen Haufen Inder zu sehen. Was ja schön aussieht, die Felsen, die direkt zum Meer gehen, und da hinten die Insellandschaft. Und da muss ja irgendwo Phi Island sein, wo der Karl ja normalerweise sich aufhält. We'll be right back.
Hallo, wir sind jetzt mit Billard spielen in der Lady Bar. Das ist meine Spielpartnerin. Das ist meine Spielpartnerin. Ja, und das ist die Spielpartnerin von Günther. Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ihr hört schon an meiner Stimme. Die letzte Nacht war ein bisschen anstrengend gewesen. Wir sind ja heute den ersten Tag hier auf Krabi. Gestern sind wir gut angekommen, ne? Wie fandest du gestern, Krabi, wie wir das erste Mal durchgefahren sind? Also es ist natürlich, ich sag mal so, von der Infrastruktur und so weiter her nicht mit Samui zu vergleichen, aber auf jeden Fall interessant. Ja, ich war doch positiv überrascht. Ja, ich fand, es war von den Menschenmassen doppelte, wenn man über die ganze, da war über einen Kilometer, wo wir lang gefahren sind. Ja, länger noch. Ja. Ne? Also inklusive der Straße dann hier in unsere Richtung, sage ich mal. Ne? Also das war schon überraschend, ich habe auch gestaunt, ja. Ja. Also was bei Krabi mir hier aufgefallen ist, die Infrastruktur, was gerade auch der Günther angesprochen hat, sprich, die Uferbefestigung, wo die Leute flanieren konnten, die Geschäfte in Samui, wir wissen, in Chaweng, Beach Road, da sind ja einige Baustellen dazwischen und verfallene Geschäfte. Da kann Samui sich eine Scheibe abschneiden. Ne? Ja. Also du hattest das gestern ja schon mal angesprochen, die Strandpromenade, ne, da kann man wirklich ganz sauber, vernünftig spazieren gehen, ohne dass man einen Schlaglöcher tritt. Und selbst Familien mit ihren Kinderwagen, die konnten da einwandfrei laufen und das hatte schon wirklich europäische Strukturen, also wirklich ganz sauber gemacht. Auch die Gehwege und so weiter, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Samui nicht vergleichbar. Also das war hier deutlich, deutlich, deutlich besser. Ja. Wenn wir heute wieder auf Tour sind, dann nehmen wir euch mit und wir sehen uns im Laufe des Filmes nochmal. Ja, wie war die letzte Nacht hier im Resort? Ich muss sagen, also super. Es war ruhig, kein Wunder, ich habe ja immer Oropax in den Ohren, kann nicht schlafen, wenn die Klimaanlage an ist. Ist picobello sauber, soweit funktioniert alles hier. Und jetzt fahren wir zum Frühstück, dann werde ich euch mitnehmen, wie das denn jetzt hier auf den Straßen aussieht. Wir fahren jetzt hier aus dem Ressort gerade raus. Also was hier bei dem Fort Everest, ich muss ja das T aussprechen, super ist, das ist die Kamera, die hinten dran ist. Also die ist richtig geil, ist die. Also da hat man die Proportionen stimmen, das Licht stimmt, das ist anscheinend auch ein Nachtsichtgerät ist da drin. Früher hatte ich immer an meinem Fahrzeugen hinten noch zusätzlich einen Scheinwerfer, braucht man hier nicht, das geht alles super. So, jetzt konzentrieren wir uns mal darauf, wie es jetzt hier Richtung Krabi aussieht. Ja, heute Morgen war ich noch voller Hoffnung, dass das Wetter aufklart, aber jetzt haben wir wieder eine komplette Wolkendecke mit Nieselregen. Ja, Günther, was machen wir denn jetzt, wenn es so regnet? Lange, lange frühstücken, glaube ich. Lange, lange frühstücken, ja. Da wenn wir mal 2-3 Eier bestellen, da werden wir doch zu Kräften kommen. Ja, wir sind jetzt hier im thailändischen Restaurant, um zu frühstücken. Wir waren da eben an der Promenade. Da waren Croissant und kleine Beilagen, also für ein Frühstück. 300 Baht, das fanden wir also ein bisschen zu teuer. Und jetzt sind wir hier, wie gesagt, beim Thailänder. Da sollte man also schon drauf achten, wenn man hier im Krabi ist. Da sind also die Preisunterschiede enorm. Was hat der Florenz sich jetzt bestellt zum Frühstück? Hier, Pork Steak. Die Pork Steak habe ich bestellt, 150 Sandwich, 150 Baht. Mit Pommes dabei. Mit Pommes dabei, okay. Das hat der Günther sich bestellt. Es hat gerade noch geregnet wie Sau. Und jetzt regnet es noch immer. Nur in abgeschwächter Form.
Es sieht also relativ schlecht aus heute, was zu unternehmen. Ich habe schon gesagt, ich habe ja die Möglichkeit, jetzt an den Filmen so ein bisschen anzufangen. Jetzt ist erstmal das Frühstück wichtig. Mal gucken, wie das dann wird. Nach einer gefühlten Stunde Wartezeit haben wir endlich unser Frühstück bekommen. Das ist Sandwich-Frühstück von Günther. Und das ist mein Frühstück, unüblich. Normalerweise esse ich nur zwei Toast und ein Ei, aber haben sie ja nicht. Ja, wir stärken uns mal. Es regnet noch immer, wir haben also viel Zeit beim Frühstück. Und nachher werde ich wohl die ersten Filme fertig machen. So, guten Appetit. Ja, wie wir da eben schon gesagt haben, es regnet hier in Krabi. Da können wir nicht viel dran ändern. Aber wir fahren jetzt hier mal auf die Hauptstraße von Krabi, die runterführt bis zum Strand. Da können wir euch gerne mal mitnehmen. Da könnt ihr mal so sehen, wie es hier aussieht. Hallo, liebe Zuschauer. Ja, was ihr da unten seht, das ist Krabi. Wir haben hier eine wunderbare Aussicht direkt vom Felsen runter, der 300 Meter hoch ist. Ja, wenn wir schon mal über Grund sind, mit 300 Meter bzw. 90 Meter über Grund, ich bin jetzt genau über die Spitze vom Berg, dann kann man auch mal ringsrum sehen. Das Wetter ist also nicht das Beste. Wir haben jetzt gerade gewartet, bis es aufgehört hat zu regnen. Und ich dachte mir, dann gehen wir gleich mal hoch in die Luft. Und dann wird der Felsen mal gefilmt, beziehungsweise die Aussicht nach Krabi runter. So, da hinten ist auch noch eine Inselwelt. Ja, die Felsformation ist also schon beeindruckend. Wenn man hier nach Krabi reinkommt, ist hier auf der linken Seite bei den Einfahrt mit dem Auto, konnte man die gut sehen. Ja, das sieht schon toll aus. Fliegen wir mal ein bisschen näher ran. Jetzt bringen wir die Drohne mal runter. Dann schauen wir uns unten mal den Strand an. Wir haben heute sehr starken Wellengang, wie man sieht. Also wer sich da reintraut, muss schon ein guter Schwimmer sein. Mal schauen, ob wir hier um den Felsen rum fliegen können. Da bekomme ich dann auch schon Probleme mit dem Signal. Fliegen wir also mal zurück und schauen mal, wie die Uferregion aussieht. Also zum Baden wird man da nicht eingeladen bei den hohen, kräftigen Wellen. Jetzt müssen wir auch gleich zur Promenade kommen. Da gehen wir mal ein bisschen höher. Leider da eben keinen Parkplatz bekommen. Und wo man aufpassen muss, wenn man hier falsch parkt, bekommt man gleich eine Kralle am Auto oder am Roller. Haben wir jetzt schon mehrere gesehen. Und das ist natürlich mit Laufereien verbunden. Und im schlimmsten Fall, wenn man das nicht sieht, dass man so eine Kralle dran hat, die ist nämlich nicht leuchtend groß oder so, dann zerstört man auch noch Teile am Auto oder am Roller, wenn man losfährt. So, und jetzt muss ich auch ein bisschen hochgehen, ansonsten verliere ich den Kontakt. Ja, das war mal kurz Krabi-Zentrum von oben gesehen. Also man kann fast bis an den Felsenrand fahren. Und hier, wo ich jetzt stehe, da sind auch mehrere Parkplätze. Seht ihr unten die Straße, da können wir dann also lang fahren und hier kann man kostenlos parken. Also die Felsformation ist schon beeindruckend. Ja, so sieht es von oben aus, was da oben auf dem Berg ist. Unberührte Natur.
So, liebe Zuschauer, wir sind jetzt in Verlängerung von Krabi. Da hinten ist die Felsformation, wo ich da eben lang geflogen bin. Und da muss man also hier unten um den Berg rumfahren. Und dann kommt man, wie gesagt, in der Verlängerung, wo ich jetzt momentan stehe. Hier unten sehen wir Hotelanlagen direkt am Strand. Und wenn wir weiter umschwenken, da sehen wir auch ein paar Inselformationen. Aber ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Die Wolkendecke ist jetzt mittlerweile ein bisschen nach oben gegangen. Ja, also wenn man um den Berg rumkommt, hat man sofort auf der linken Seite einige Restaurants. Ja, einige Leute sind aber im Wasser. Die haben da also keine Angst vor Unterströmungen. Und jetzt müssten wir auch bei uns hier vorbeikommen. Da stehen auch ein paar Gäste. Wir haben auch Spaß. Da fliegen wir mal weiter. Versuchen wir mal da hinten zu dieser Inselgruppe zu kommen. Ja, das kann man ja wunderbar lesen. Ja, da unten sind ja welche. Ein Pärchen. Da hat man auch ein Größenverhältnis jetzt zu den Steinen. Und man sieht auch da hinten einzelne Inseln. Ja, jetzt verabschieden wir uns hier von der Inselgruppe, denn wir müssen ja auch wieder zurückfliegen.